Herzlich willkommen auf unserem PR-Bad YouTube-Kanal. Heute gibt es das zweite Unboxing-Video. Heute ist das 320er Schlauchboot dran. Ihr habt ja schon unser Video zum 210er Boot gesehen. Das 210er Boot und das 320er Boot waren die ersten beiden Boote bei uns aus der Schlauchbootserie. Und da wir immer wieder Anfragen bekommen, was ist im Lieferumfang dabei, wie sieht das Boot aus, was macht das Schlauchboot, das 320er so besonders, haben wir uns heute gedacht, auch wir packen das 320er einmal mit euch gemeinsam live vor der Kamera aus. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Einmal das Messer. Wie ihr jetzt auch seht, das 320er Boot wird in zwei Kartons geliefert. Im unteren Bootskörper befindet sich, beziehungsweise im unteren Karton befindet sich das Boot. Und oben in diesem kleineren Karton befindet sich das Zubehör. Also Luftboden, Fender Expander Kit, Tasche, Paddel und so weiter. Aber das seht ihr dann, wenn wir das Ganze auspacken. Ich würde sagen, wir fangen oben mit dem kleineren Karton an. Schneiden wir es mal vorsichtig auf. Es sind auch in beiden Kartonagen extra Schnittschutzverklebungen mit eingebaut, dass ihr da auch nicht reinstechen könnt. Machen wir das Messer mal wieder zu. Hier seht ihr jetzt schon diesen Schnittschutz, dass ihr da jo nicht reinschneiden könnt. Also, was ist im Lieferumfang vom 210er Boot enthalten? Einmal Zubehörkit, ganz wichtig, wenn ihr am Wasser seid, wenn ihr mal ein Ventil nachdrehen wollt, falls mal Luft entweichen sollte, aus irgendeinem Grund auch immer. Ein Flickset ist mit dabei, mit Flicken aus dem entsprechenden Bootshautmaterial und natürlich auch ein Kleber, dass ihr dann am Wasser direkt mal ein Loch flicken könnt, was hoffentlich nie passiert. Dann sind natürlich zweimal Sitzbankpolsterungen mit dabei. Die könnt ihr abmachen und auch in die Waschmaschine stecken, falls die Polster mal dreckig werden sollten, wovon ich jetzt beim Angeln einfach mal stark davon ausgehe. Die Paddel sind natürlich mit dabei. Eine Tasche, wo ihr das Boot dann nach dem Angeln auch schön verstauen könnt. Eine Luftpumpe. Und natürlich auch zwei Sitzbänke, die ihr dann auf dem Boot auch während des Fahrens auch verschieben könnt. Fender Expander Kit. Habe ich ja euch auch schon im 210er Unboxing erklärt, für was das Fender Expander Kit gut ist. Aber das können wir später auch nochmal aufpumpen und näher drauf eingehen. Der Luftboden. Und die beiden Stabilisierungsbretter, die dann unterhalb des Luftbodens in den Laschen eingebaut bzw. eingeschoben werden. Und die dann auch zur Stabilisierung auf dem Wasser dienen. Aber zeige ich euch dann später auch noch. Und jetzt kommt natürlich noch das Hauptboot. Das war jetzt das Zubehör. Das Wichtigste befindet sich in dem Karton. Auch aufpassen beim Aufschneiden. Hier ist auch ein Schnittschutz mit eingebaut, aber wie gesagt, lieber Vorsicht walten lassen und Vorsicht aufschneiden.
Auch hier dieser Schnittschutz, habe ich auch schon beim Zubehörkit erwähnt, ist einfach nur eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass ihr da auch keine Dummheiten macht. Beim 320er Boot ist obendrauf die Konformitätserklärung. Die gibt es beim 210er Boot nicht, da die Konformitätserklärung erst ab einer Bootsgröße von 2,30 Meter Pflicht ist. Von daher entfällt das Ganze auch bei dem 210er Boot und ist auch erst beim 260er und beim 320er Schlauchboot dabei. Konformitätserklärung braucht ihr, wenn ihr euer Boot beim Wasserschifffahrtsamt anmelden möchtet, um zum Beispiel mit Benziner oder mit Verbrennermotoren rumzufahren. Das ist dann im Endeffekt euer Fahrzeugschein, wo der Motor und das Boot eingetragen wird, falls das Ganze auch mal am Wasser verloren gehen sollte, dass man anhand von der Bootsnummer bzw. vom Bootskennzeichen auch wirklich erkennen kann, wem das Boot gehört. Und das ist dann entsprechend dem Eigentümer auch zurückgebracht werden kann. Also wie gesagt, ist beim 260er und beim 320er Boden mit dabei. Und dann natürlich noch das Hauptboot. So, jetzt habe ich die Kartonage mal kurz aus dem Bild entfernt. Und jetzt würde ich sagen, rollen wir einfach mal das 320er Boot auf. Ist hier auch mit einem Gurt fixiert, der ist natürlich auch mit dem Lieferumfang dabei. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Boot wird beim Verpacken auch mit einer Plastikfolie noch mit eingewickelt. Dient natürlich auch zum Schutz. Jetzt machen wir hier mal schnell noch die ganzen Plastikhüllen ab, in denen die Ventile eingewickelt sind. Einmal, zweimal und dreimal. Das Boot ist ausgerollt, Zubehör liegt auch hier soweit da. Und jetzt, wenn ihr das Boot das allererste Mal aufbaut, gibt es auch wie beim 210er Boot etwas zu beachten. Und zwar beim Einlegen des Bodens mit den beiden Stabilisierungsbrettern. Ich würde sagen, wir pumpen jetzt das Boot mal auf. Aber nicht mit der mitgelieferten Pumpe, da bin ich einfach zu faul dazu. Ich hole mir jetzt schnell meinen Kompressor und dann geht's los. Diese Luftpumpe habe ich jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren im Einsatz. Ist jetzt schon das neuere Modell. Die alte Pumpe ging letztes Jahr leider kaputt, aber die hat auch ihr Geld verdient. Und der Vorteil an dieser Kompressorpumpe ist ganz einfach die, dass ihr den Druck so in die Kammern reinpumpen könnt, wie es auf dem Schlauchboot auch draufsteht. Vor allem beim Hochdruckluftboden ist es wirklich von Vorteil, weil der Boden so bretthart wird. Das bekommt man leider mit der mitgelieferten Pumpe nicht ganz hin. Ich will jetzt natürlich die mitgelieferte Pumpe nicht schlecht reden, die tut natürlich auch ihren Zweck, aber wie gesagt, der Vorteil ist bei der Pumpe einfach deswegen, ihr könnt den Druck so in die Kammern reinpumpen und wenn ihr das Boot dann zusammenrollt bzw. wenn ihr das Boot einpackt, könnt ihr die Luft aus dem Boot komplett wieder raussaugen, sodass ihr das Boot auch wirklich aufs kleinste Backmaß dann ins Auto reinlegen könnt. Jetzt pumpen wir erstmal in die jeweiligen Kammern etwas Luft rein, damit wir den Luftboden dann hinterher schön einlegen können. Wenn der Luftboden dann einmal drin liegt, können wir das Boot dann komplett aufpumpen und dann geht es weiter.
Wichtig ist ja auch beim Einpumpen der Luft, beziehungsweise wenn man das Boot aufpumpt, dass die Ventile aufgedreht sind, weil sonst könnte die Luft wieder entweichen, sobald ihr den Schlauch abzieht. In die Luftkammern kommen jetzt 0,25 Bar rein, die stellen wir jetzt mal ein, beziehungsweise erst im Nachgang, aber pumpen wir es schon mal auf. Das reicht jetzt auch schon. Dann geht es vorne weiter, im Bug. Und dann fehlt noch eine Kammer. Und dann können wir auch den Luftboden bereits schon einlegen. Jetzt haben wir den Bootskörper so halb schon mal aufgeblasen. Man erkennt auf jeden Fall, was es ist, was es werden soll. Und jetzt kommt der Luftboden, der Hochdruckluftboden. Den lege ich jetzt einmal so quer her. Und da erkennt man jetzt hier diese beiden Laschen. Einmal hier und einmal hier. In diesen beiden Laschen führen wir jetzt diese Stabilisierungsbretter noch ein. Die dienen zum einen, dass der Luftboden, wenn er dann drin liegt, die Unterseite vom Boot her mit stabilisiert, gerade wenn ihr auf dem Wasser rumfahrt mit Wind und Wellen. Und natürlich, wenn ihr den Kiel aufblasst, dass der Kiel nach unten gedrückt wird und so der Kiel auch nach außen gedrückt wird. Ihr wisst selber, bei Wind und Wellen ist man auf dem Wasser unterwegs, es ist stürmisch, man will die Ruten legen, man kommt immer wieder vom Kurs ab und das passiert halt mit einem aufblasbaren Kiel nicht so leicht. Das Boot lässt sich wirklich schön fahren, man bleibt auf dem Wasser schön stabil liegen und kann das Boot richtig schön steuern, ob mit E-Motor oder auch mit Paddel. Das lange Brett kommt vorne hin. Ist immer etwas ein Gefummel. Aber wenn die Bretter einmal eingeschoben sind, dann sind sie drin. Also das Brett ist drin. Und das zweite Brett kommt dann auf die Rückseite ins Heck. So. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt legen wir nur noch den Luftboden in das Boot rein. Und dann können wir auch die Kammern gar mit Luft weiterhin befüllen. Und letzten Endes dann auch den Hochdruckluftboden aufpumpen und den Kiel. Jetzt ist der Luftboden perfekt eingelegt. Jetzt pumpen wir gar die restliche Luft in die äußeren
Kammern des Schlauchbohres. Dann pumpen wir den Hochdruckluftboden auf und dann werden wir auch schon fast bereit, das Boot ins Wasser zu lassen. Jetzt kommt dann auch der Hochdruckluftboden, zuletzt der Kiel und dann können wir das Boot auch schon wässern. In den Hochdruckluftboden kommen jetzt 0,7 Bar rein und der wird wirklich bretthart. Wir haben natürlich auch für die Schlauchbohre aus unserer Range natürlich auch Aluminiumböden für 210er, für 260er und für 320er. Aber ich persönlich bin kein Freund von Aluminiumböden. Wir haben zwar immer mal wieder die Nachfrage danach. Deswegen haben wir sie auch im Programm, damit wir die Kunden, die einen Aluminiumboden haben möchten, damit bedienen können. Aber der Vorteil ist einfach, wenn ihr so eine Luftpumpe habt, wie ich jetzt hier, ihr könnt den Hochdruckluftboden bretthart aufblasen. Ihr könnt den Luftboden auch einfach, wenn das Boot dann zusammengerollt wird beim Einpacken, mit drin lassen. Einfach mit einrollen, beim nächsten Mal wieder einfach mit aufpumpen. Ihr habt alles im Boot. Der einzigste Vorteil, den ich persönlich bei einem Aluminiumboden sehe, dass ihr einfach in der Höhe im Boot noch etwas Platz gewinnt. Der Hochdruckluftboden hat ungefähr 8 cm in der Höhe, wenn der aufgeblasen ist. Und der Aluminiumboden hat, ich weiß gar nicht, eine 1,2 mm starke Platte. An der Außenseite noch Verstrebungen. Da könnt ihr ungefähr gut 6 cm in der Höhe an Platz gewinnen, was ihr nach unten hin nochmal schön einladen könnt. Aber ich persönlich, ich bin ein Fan von den Hochdruckluftböden und das seit Jahren. Er hält und hält und hält, ist stabil genug und das ist dann am Ende auch das Wichtigste und das, worauf es ankommt. Also, legen wir los und legen und pumpen den Boden auf. Luftboden ist aufgeblasen. Und zu guter Letzt noch der aufblasbare Kiel, damit ihr dann auch auf dem Wasser schön stabil und auch euer Boot immer schön manövrieren könnt. Jetzt ist das Boot aufgepumpt. Die Luftpumpe brauchen wir erstmal nicht mehr. Die lege ich jetzt auf Seite. Jetzt bauen wir die ganzen Anbauteile, sage ich jetzt mal. Also sprich verschiebbare Sitzbank und die Paddel noch ein. Und dann können wir endlich damit aufs Wasser gehen. Wie eingangs erwähnt, wir haben beim 320er Boot, beim 260er Boot und beim 320er Boot zwei Sitzbänke mit dem Lieferumfang mit dieser schönen Polsterung hier. Die könnt ihr auch abmachen und die Polsterung dann auch mal in die Waschmaschine geben, falls das Teil wirklich mal verschlammt sein sollte. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Der Vorführeffekt.
Und dann führen wir hier diese Schiene in die erste Lasche ein. Und in die zweite Lasche geht am Anfang immer etwas schwerer, weil das Material, der Gummi, noch etwas steif ist. Aber das legt sich dann alles am Ende, wenn ihr das Boot schon mal ein paar Mal im Einsatz gehabt habt. Dann könnt ihr die Sitzbank wirklich schön unterm Fahren hin und her schieben. Jetzt natürlich noch links und rechts das Paddel. Haben wir hier an den Seiten noch extra Halterungen angebracht, damit ihr das Paddel auch einbauen bzw. dass es hier einrastet, dass das nicht bei Wind und Wellen hin und her schlägt, wenn ihr mit Motor auf dem Wasser rumfahrt. Paddel Nummer 2 ist eingerastet. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen Schwenk und dann sehen wir uns gleich auf dem Wasser wieder. Bevor wir jetzt noch aufs Wasser gehen, haben wir uns gedacht, setze ich mich noch mal kurz in das Boot rein und zeige euch noch ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, ihr seht, wir haben die Sitz- bzw. die Paddelhalterungen extra weiter vorne im Heck angebracht, dass ihr im hinteren Teil des Bootes, also beziehungsweise zum Bug vorne hin, euer Boot mit Deckel beladen könnt und ihr trotzdem noch schön dann paddeln könnt. Also hinten ist dann das ganze Deckel von euch drin, wenn ihr nicht mit Motor fahren dürft auf dem jeweiligen Gewässer, aber trotzdem das Boot perfekt zum Übersetzen oder zum Ruten legen oder zum Rufen nehmen könnt. Vorne findet ihr natürlich auch, wenn ihr dann am Angelplatz seid, perfekt eure Abhackmatte Platz. Ihr könnt den Fisch dann in die Abhackmatte reinlegen oder natürlich auch am Kescher dann einfach entlang führen und dann einfach ganz entspannt zum Angelplatz zurückfahren. Eine weitere Besonderheit ist, wie erwähnt, die verschiebbare Sitzbank. Einfach mal ein wenig draufklopfen und dann könnt ihr während des Fahrens die Sitzbank verschieben. Eine weitere Besonderheit in der Innenseite des Bootes ist der Heckspiegel. Zum einen ist der Heckspiegel extra weit nach hinten an den Schläuchen versetzt worden, damit ihr wirklich den größtmöglichen Innenraum des Bootes ausnutzen könnt. Und wir haben hier auf der Außenseite und auf der Innenseite auf beiden Seiten noch jeweils Platten angebracht. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Echolotgeberstange befestigen oder auch einen Rutenhalter. Der ganze Sinn hinter dieser Halterung bzw. hinter den Platten ist ganz einfach die. Edelstahlgeberstangen zum Beispiel würden euren Spiegel nur verkratzen. Irgendwann ist die Beschichtung des Spiegels ab. Die Feuchtigkeit kann in den Spiegel eindringen und über Jahre hinweg würde der Spiegel dann morsch werden und der könnte aufquellen. Und um den vorzubeugen, haben wir jeweils an den beiden Seiten des Spiegels noch Platten angebracht. Hier natürlich auch noch die Hauptplatte, ob Verbrennermotor oder E-Motor, das ist dann erstmal egal. Aber den könnt ihr hier dann auch wirklich ohne Probleme festmachen. Ihr seht, das Boot steht jetzt hochkant neben mir. Es ist natürlich um einiges größer als ich. Im Innenraum habt ihr wirklich sehr viel Platz. Ihr könnt euer Deckel, eure ganzen Gerätschaften, die ihr so mit ans Wasser herumtragt, alles im Boot verstauen. Die Innenmaße blenden wir euch jetzt auch mal hier noch mit ein. Innen- und Außenmaße des Bootes, damit ihr auch genauestens informiert seid, wie groß das Ganze ist. Der Bootsdurchmesser beziehungsweise der Schlauchdurchmesser beträgt 39 cm. Ihr habt also mit diesen Schläuchen extrem viel Auftrieb.
auf dem Wasser und ihr seid auch sehr stabil damit auf dem Wasser unterwegs. Auf der Oberseite bzw. im Bug vorne haben wir noch einen kleinen D-Ring mit verbaut. Da könnt ihr dann zum Beispiel euren Benzinkanister oder zum Beispiel auch eine zweite Schwimmweste einfach mit fixieren oder Eimer oder irgendwas, was halt während der Fahrt im Boot fixiert und festgemacht werden sollte. Ansonsten hier habt ihr jetzt mal einen Einblick, wie viel Platz man im ganzen Boot hat. Jetzt drehen wir das Boot noch mal kurz auf die Rückseite. Da gibt es auch noch eine kleine Besonderheit. Und dann sehen wir uns endlich gleich auf dem Wasser wieder. Und hier auf der Unterseite des Bootes seht ihr hier diesen schwarzen Streifen. Das ist extra noch mal ein Schutz für das Schlauchboot. Falls ihr irgendwo mal dagegen fahrt, dass das Boot aber trotzdem noch dagegen geschützt ist, geht bis hier hoch. Vorne im Bug ist auch nochmal ein Streifen mit verbaut und natürlich auf der anderen Seite auch. Hier in der Mitte vom Kiel haben wir diesen Streifen auch mit verkleben lassen, damit ihr auch wirklich auf der sicheren Seite seid. Jetzt fragen sich natürlich einige, warum haben wir das Boot nicht rundum verkleben lassen mit diesen Scheuerleisten. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Boot vorne im Bug mit der Spitze eh aus dem Wasser rausschaut. Und es hätte auch den Nachteil, wenn ihr das Boot dann zusammenpackt, dass das einfach zu steif vorne wäre, dass das Boot sich nicht schön einrollen lassen würde. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir verzichten auf einen komplett rundumgehenden Scheuerschutz. Da, wo er wirklich sitzen soll oder wo er sein soll, ist er verklebt. Und darauf kommt es an. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt lassen wir das Boot ins Wasser, fahren eine Runde und dann sehen wir uns wieder. So Freunde, jetzt sind wir endlich auf dem Wasser. Bevor wir losfahren, noch zwei Hinweise für euch. Zum einen immer dran denken, Schwimmweste anziehen. Man denkt nicht immer dran, aber wenn es mal soweit ist, wäre froh, wenn ihr sie anhabt. Drum beugt dem vor, wenn ihr keine Schwimmweste habt, kauft euch unbedingt eine. Man lebt nur einmal und deswegen vorbeugen. Und das Weitere, was ich euch noch erzählen wollte, das ist unser Fender Expander Kit. Den haben wir zu Beginn des Videos beim Auspacken des Zubehörkartons schon gezeigt. Das ist einfach ein aufblasbarer Bootskörper, mit dem ihr euer Boot im Wasser befestigen könnt. An das eine Ende des Expanders hängt ihr ein Gewicht ein oder ihr nehmt euch einfach einen Eimer, befüllt den mit Sand oder mit Steinen, schmeißt den ins Wasser und könnt dann hier euer Boot, der Fender ist ungefähr 1,30 lang, mit Expander ist es dann ungefähr 1,50 und hier vorne habt ihr dann noch einen Panikverschluss, mit dem ihr dann das Boot mit einer Hand lösen könnt. Wie gesagt, wenn ihr euer Boot bzw. eure Ruten im Wasser habt, ihr bekommt einen Biss, wollt mit der Rute schnell zum Fisch rausfahren. Mit der einen Hand haltet ihr die Rute und mit der anderen Hand löst ihr dann einfach das Boot. Und los geht's. Los geht's. Ich fahre jetzt eine kleine Runde. Und dann sehen wir uns bestimmt in einem nächsten Video wieder auf unserem YouTube-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von uns. Und falls ihr noch Fragen haben solltet zu unseren Schlauchbooten, ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben oder schreibt es auch hier unten in die Kommentare. Ich bin raus, bis bald.